Jedoch, dass es durch einen Professor namens Eich verboten war, das Gras ohne ein Pokémon zu betreten. So beschloss er, da er kein Pokémon besaß und auch nicht wusste, woher er eines bekommen sollte, alle 150 Pokémon in Bilderform zu besitzen. So begab er sich auf diese abenteuerliche Bilderjagd, die den Namen tragen sollte, die Legenden Sedeus. Sedeus. Hallo zusammen. Heute fangen wir an, mein Stickeralbum zu erstellen. Sticker habe ich hier. Der Wunsch war, dass wir heute beginnen, 5 Päckchen auszupacken. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir bekommen. Ich habe auch meinen Freund wieder am Start. Ich würde sagen, wir schneiden erstmal alle auf. Gleich mal einen Blick rein, was wir denn gezogen haben. So. Im Päckchen Nummer 1. Sind wie gesagt immer 10 Stück drin. Haben wir, oh, ich sehe schon was. Also irgendwie sind die sehr durcheinander. Ein kleines Mauzi. Ein, hier noch etwas zusammen. Ein Electek. Ein Georock. Hier steht zwar jetzt Kribbler, aber das ist der englische Name, also ein englischer Karten. Ein, ups, da löst sich der Kleber. Pikachu. Juhu, ein Pikachu. Ein Beedrill, oder auf Deutsch ein Bieber. Ein, jawoll, ein Glutexo. Sehr schön. Ein Alakazam, oder Simsala. Jetzt machen wir ein bisschen Platz. Ein Enteron. Ein Kangama und ein Knogger. Es werden heute insgesamt 50 Kleber gezogen. Aktuell haben wir 10. Ein, ach wie schön, Pikachu und Ash. Ein Schlurp. Fukano. Che
wundert mich jetzt gerade, dass wir die deutschen Namen überhaupt gelernt haben, obwohl es englische Aufkleber waren. Ein Blutzug. Ein Slimer. Ein Krabi mit einem Onigiri in der Hand. Oder ja, in der Zange. Ein Dragonier. Und ein Ammonitas. Müsste ein Ammonitas sein. Drittes Päckchen. Damit füllen wir jetzt gleich die 30. Jawohl, das erste Team aus der ersten Staffel Pokémon mit Rocko, Misty, Pikachu und Ash. Ein Hannis Lieblings-Pokémon, ein Rosanna. Ein Kleinstein. Abuk. Kuna. Kadabra. Ein Tangela. Ein Dragosso. Und ich glaube, dann hätten wir nämlich auch schon die erste Entwicklungsstufe mit Dragosso und Knogger. Wenn ich es jetzt richtig erinnere. Und da haben wir die zweite. Enton und das Entoron. Es läuft und jawohl. Die Leute, die mich kennen, die wissen nicht. Liebe Glumanda. Fehlt nur aus Glurak. Jetzt das vierte Päckchen. Ein bisschen Platz machen, damit es auch auf der Kamera zu sehen ist. Die glitzernde Karte zuerst. Ash und Pikachu. Ein Nocturn. Ein. Die kleben aber ziemlich stark. Porygon. Dratini. Da haben wir gerade eben Dragonier schon gesehen. Ein Rassaf. Ja, Mankey fehlt uns auch noch. Jawohl. Zweite Starter. Ein Shilock. Ja, ein Shigi. Parasect. Ein Pokémon, das eigentlich gar keiner braucht. Ein Hypno. Ein Yugong. Und ein Vulpix. Bis jetzt muss ich sagen, wir haben noch ein Päckchen zum Öffnen, haben wir einen guten Durchschnitt, da wir keine Doppelten haben. Die glitzernde Karte ist ein cooler Shiggy und das Mauzi von Team Rocket. Gehen wir mal da oben hin. Ein Magma. Ein Geowatz. Damit hätten wir jetzt die dritte Entwicklung, weil wir haben Kleinstein, Georock und jetzt haben wir noch einen Geowatz gezogen. Ein Raichu, das heißt, wir haben jetzt Pikachu und Raichu. Taubsi, aha, das haben wir noch gar nicht. Taubsi. Macholo. Mankey, gerade noch gesagt, jetzt haben wir den Weg um Mankey und Rasaf. Ein Sepa. Ein Kikli, damit haben wir das Duo komplett, Kikli und Nocturne. Und wir haben noch eine Entwicklungsreihe. Glumanda, Glutexo und jetzt ein Glurak. Ich sortiere das mal schnell und dann gebe ich nochmal einen Überblick. So, ich habe sie jetzt erstmal nach Nummern sortiert und habe tatsächlich festgestellt, wir haben keine einzige doppelte Karte. Das heißt, die ersten 50 Karten, die wir gezogen haben, waren alle einmal vorhanden. Die Glitzern habe ich ganz hinten gemacht, weil die sind Promo, also PR 08 und so weiter. Die habe ich ganz nach hinten gemacht. Jetzt schauen wir noch einmal durch. Glumanda, Dexter, Glurak, da habe ich mich besonders gefreut, dass ich die gleich ziehe. Da fehlt noch Hornliu, hier fehlen noch Tauboga und Taubos, Rattan fehlt, Paras, Omot, Kani,
Abra fehlt vorne drin. Hier noch Mashok und Machomai. Die haben wir als erste, die zweite Dreientwicklung komplett. Hier fehlt noch Europe, Slimog, Traumato, Kingler. Die haben wir auch wieder komplett. Die haben wir auch komplett. Die zwei, sie gehören zwar nicht zusammen, aber sie kommen nacheinander. Die haben wir auch komplett. Dann fehlt dann noch Seemon. Und deshalb fehlt noch Amoroso. Da fehlt Dragoran. Und ansonsten, wir haben auch keine Legendären diesmal gezogen. Vielleicht dann beim nächsten Mal. Genau. Ja, im letzten Video, wo ich es vorgestellt habe, war ja auch die Frage, was mache ich jetzt damit? Jetzt habe ich die zwar und jetzt liegen die da, aber was mache ich damit? Und die liebe Honey hat mir einen Vorschlag gemacht, dass wir diese Karten doch der Reihenfolge sortieren könnten, wie sie in der Kanto-Region zu finden sind. Also erste Route, zweite Route, dritte Route und so weiter. Dann die Arena-Leiter, dann die Pokémon-Liga und dementsprechend sie dann einfach einzusortieren. Das fand ich eine sehr gute Idee, das werde ich auch tun. Doch möchte ich jetzt erst meinen Pokédex voll bekommen und dann werde ich so dementsprechend einsortieren. Da werde ich auch noch ein Video zu machen. Und wir haben hier noch einen ganzen Haufen an Päckchen zu öffnen. Das sind nur 25. Ich nehme an, dass da auch dann einige Doppelte dabei sein werden. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal.